So, ich stelle euch jetzt mal das Putri Homestay vor. Das ist halt unser Homestay auf Gili Meno. Und wir sind jetzt eigentlich schon quasi mittendrin. Hier vorne kommt man normalerweise rein. Zwischen diesen Häuschen da vorne, links davon. Da kann man frühstücken, da ist das Restaurant. Ja, hier wird im Moment ein bisschen gebaut, wie man sieht. Hier kommen noch ein paar neue Bungalows hin. Ja, und hier ist dann eigentlich so die Anlage an sich. Weil im Moment extreme Dürre herrscht, wegen dem El Niño-Phänomen, ist das alles leider nicht so grün. Und ja, hier vorne kann man sich hinsetzen, wenn man möchte. Ein bisschen chillen. Und hier ist dann schon der Eingang zu unserem Bungalow. Klein, aber fein. Ja, genau, Wasserflecken haben wir gemacht, weil hier vorne gibt es eine kleine Außendusche. Ja, oder eine Fußdusche, besser gesagt. Das ist aber ganz praktisch, weil in den anderen haben wir uns auf den Sand vom Strand, den man noch an den Beinen hatte, mit reingenommen. Und ja, hier kann man sich erstmal die Füße waschen. Das mache ich jetzt auch mal eben. Beim Füßewaschen geht es dann hier rein. Hier haben wir einen kleinen Ständer für die Wäsche. Ist ganz nett gemacht, ist auch hilfreich, immer wegen den nassen Klamotten. Hallo Frau. Ja, und hier ist eine wirklich schöne Sitzecke. Das kann man so nicht anders sagen. Also mir gefällt die total gut. Voll die massiven Möbel, auch richtig schwer. Und was cool ist. Deswegen kann man sich da nicht, damit man nicht voll die Rückenschmerzen. Ja, ich war kaum noch hochgekommen. Das ist halt eine Holzbank, alte Frau. Soll man auch nicht drauf schlafen. Nee, das Coole ist definitiv, wir haben immer heißes Wasser hier. Die bringen das zweimal am Tag frisch. Und dann kann man sich hier immer Kaffee, Tee machen, wie man möchte. Ja, wenn man abends draußen möchte, gibt es die Kerzen, Schachbord zum Spielen. Hier so ein leichter Sichtschutz. Schon echt schick gemacht, definitiv, finde ich. Ja, rein geht's natürlich hier. Einmal ein großes Bett. Matratze ist jetzt nicht so toll, finde ich. Okay. Matratze ist nicht so toll, finde ich jetzt, aber dafür die Kopfkissen. Ja, halt Lichtschalter, alles ganz normal. Muss es ja geben. Hier vorne neben dem Bett gibt es dann einmal den Schalter für den Ventilator. An der Decke. Und wir haben noch zum Ventilator eine Klimaanlage, also bestens ausgestattet. Fenster kann man auch schön blickdicht hier machen, zumachen mit dem Vorhängen. Das ist das andere, ein quasi Highlight hier. Das hat man bis jetzt noch nicht. Wir haben einen Wasserspender hier drin mit so einem 19 Liter Kanister. Da ist jetzt auch schon eine ganze Menge raus, wie man sieht. Das ist kostenlos. Da kann man immer seine Flaschen auffüllen. Da spart man sich auf jeden Fall eine Menge Geld. Ja, ein Safe ist mit drin. Einmal hier so eine Abstellmöglichkeit. Da vorne ein Kühlschrank. Das ist auch ganz nett, weil da ist eine ganze Menge an Zeugs drin. Und wenn man jetzt eine Cola haben will, eine Sprite, was auch immer, das kostet dann 10.000. Ich glaube, ein kleines Wasser kostete 3 und die großen Wasser 3.000 und die großen Wasser 5.000. Ja, Spiegelchen. Und dann geht es auch schon ins Bad. Da ist so eine Schiebetür vor. Da haben Leute im Internet bemängelt, die war ja, da konnte man ja durchgucken. Ist halt auch so, so ein bisschen. Da ist jetzt mittlerweile sind da Vorhänge dran. Aber stört uns jetzt nicht weiter. Ja, und das hier ist dann das Badezimmer. Eigentlich auch wieder total schlicht und simpel gemacht. Toilette drin, Waschbecken. War gestern leider verstopft kurz bei uns. Ist jetzt aber wieder alles gut. Deswegen haben wir hier diesen Rand von der Seife da drin. Ja, Spiegel alles ganz simpel, komplett belüftet hier. Und dann wird sich aber auch hier drin geduscht. Und das ist das Einzige, was uns hier nicht wirklich gefällt, wenn man das Wasser anschaltet von der Dusche, dann stinkt das extrem nach faulen Eiern, also so richtig stark sogar, da hat man gestern den ganzen Raum am Riechen. Und ist aber so, wenn man das eine Minute laufen lässt, so eine halbe Minute, dann ist das weg. Und wir haben da jetzt einen Trick gefunden, wir packen uns das Ding und lassen das Wasser eine halbe Minute ins Klo laufen und ziehen dann ab, dann ist der Gestank direkt weg. Und ja, danach riecht das Wasser ganz normal. Keine Ahnung, wovon das kommt. Das hatten auch Leute im Internet schon geschrieben, dass das wohl so ist. Wir hatten gehofft, einen Bungalow zu erwischen, wo es nicht so ist, weil angeblich ist das nicht bei allen. Ja, bei unserem ist es aber so. Und was noch war, hinter dem Klo, da lagen so Klosteine auf dem Boden, wie manchmal bei den Pissoirs sind oder drin sind von uns Männern. Also die Männer kennen es ja wahrscheinlich, Frauen wahrscheinlich nicht.
und die stinken ziemlich, also richtig derbe, da roch der Raum richtig extrem nach und wir haben gefragt, ob das sein müsste und die meinten, die haben die da auf dem Boden liegen auch, weil dann Skorpione nicht kämen. Keine Ahnung, ob es so ist oder warum auch immer. Wir haben es auf jeden Fall weggeräumt, jetzt stinkt es nicht mehr wirklich und naja, Skorpione haben wir bis jetzt zum Glück immer noch nicht im Zimmer gehabt. Ich denke auch, da wird nichts passieren. Und ja, allgemein sonst gefällt uns das ganz gut. Wir haben jetzt 17 Euro bezahlt. Ups, ich glaube, ich habe das Mikro zugehalten. Wir haben jetzt 19 Euro bezahlt für das Zimmer. So sieht es nochmal aus. Ne, stimmt gar nicht. 17 Euro ein paar zerquetschte pro Tag mit Frühstück halt drin. Frühstück wird auch im Internet in den Himmel gelobt, weil man bekommt auch Ei und Pfannkuchen und Rührei kann man bekommen und Pancakes und dazu noch Smoothie und Fruchtsalat. Also es ist wirklich sehr reichhaltig wohl. Naja, die meisten Sachen sind für uns als Veganer jetzt wieder nicht okay, deswegen hatten wir heute Morgen einen Fruchtsalat und Smoothie. War aber auch alles gut, kann man nicht klagen und ja, von uns eigentlich eine Empfehlung, bis halt auf die Sache mit den Toilettenkugeln, die so stanken und dem Wasser, das ist wirklich nicht so schön. Und Lage ist mitten auf der Insel, man hat es halt in alle Richtungen ungefähr gleich weit, das ist ganz cool, für viele ist es aber zum Strand vielleicht auch zu abgelegen. Wobei zum Sasak-Café, wo der Strand ganz schön ist, das sind 5 Minuten Fußweg, das ist auch okay. Vom Hafen hierhin sind wir vielleicht 10 oder 12 Minuten gelaufen, das denke ich auch gut. Ja, eigentlich alles top, bis auf die 2 angesprochenen Punkte. Ah, und wer einen leichten Schlaf hat, für den ist das vielleicht auch nichts hier, weil die Moschee ist direkt nebenan, also wirklich eigentlich direkt nebenan, über der Straße, ein paar Meter, 50 Meter entfernt und ja, die legen halt mehrmals am Tag und morgens auch los und kann sein, dass man da mal aufwacht. Jessie ist, glaube ich, heute Morgen wach geworden, ich habe sie nicht gehört. Ja, muss man halt überlegen. Gili Air, da waren wir auch direkt neben der Moschee. Ist jetzt nicht so toll, aber hat uns da nicht so sehr gestört. Aber hier auf Gili Meno ist es schon verdammt laut. So laut ist jetzt hier, wie heißt das? Von der Moschee. Eigentlich ist das ein Muezzin, der dann auf dem Turm von der Moschee steht und runterruft, aber das hört sich voll nach einem Kind an. Keine Ahnung, hört sich ja nach einem Kind, was singt. Ja, auf jeden Fall so laut ist es hier jetzt. Jetzt weiter. Daniel ist im Übrigen nicht nackt. Daniel ist nackt und will es nicht zugeben. Daniel hat Muskelschmerzen. Naja, müsst ihr auf jeden Fall wissen, wenn euch das hier gefällt und euch die Punkte, die wir angesprochen haben, nicht stören oder ihr sie beseitigen könnt, so wie wir, bis halt auf die Moschee, die bleibt ja, dann ist das auf jeden Fall ganz schön. Und was super nett ist, Henki, der Besitzer hier, der ist super hilfsbereit, der hat uns so viele Tipps gegeben, richtig, richtig krass. Also der kam an und der hat uns so viel erzählt, ich war echt geflasht, das überhaupt alles behalten zu können. Super netter Mann, auf jeden Fall. Ja, das war dann von uns die Tour durchs Putri Homestay auf Gili Meno und ich krieg dich, ey. Ich will nicht. Komm, Frau Winken. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. No.